Is this memes? Is that what this is? Is this memes? I'm looking at the comments. Clicking on the comments. None of them can confirm. Is this memes? Wenn es eine Karte gibt, die mir seit den frühen Tagen der Missionsguide Sorgen macht, ist es diese hier. Cordoba ist eine Add-on-Karte, die als eine der, wenn nicht die schwerste Mission gilt, die Bluebyte von offizieller Seite hervorgebracht hat. Ich weiß nicht, ob mit dem Community-Pack noch etwas Schwierigeres kommt, aber selbst wenn, habe ich meine Zweifel, dass es Cordoba auf positive Weise übertrifft. Um die Schwierigkeit zu vergleichen, auf leicht halte ich diese Karte für so schwierig wie Mission 6 der Hauptkampagne, Alles was glitzert, auf normal. Auf normal wird es auf so vielen Ebenen brutal, dass ich nicht den Sinn darin sehe, einen Guide dazu zu machen. Dazu sage ich euch noch mehr, aber damit das für alle klar ist, das hier wird einer der wenigen Guides, wo wir die Karte auf leicht spielen. Unser Ziel ist es, diese Burg für 90 Minuten zu beschützen. Es gibt drei Feinde, die uns hier ans Leder wollen. Im Norden befindet sich eine Wikinger-Siedlung, deren Axtkämpfe ein großes Problem darstellen können. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die Wikinger keine vollwertige Siedlung errichten können, wenn ihr ihnen den Zugang zu eurem Fluss verweigert. Und wenn ihr es hinbekommt, all ihre Schwertkämpfer zu eliminieren, werden sie auch nicht mehr angreifen. Im Westen gibt es eine Maya-Siedlung, die rein soldatentechnisch am stärksten startet. Im Nordosten haben die Trojaner ihr Lager aufgeschlagen, aber vielleicht dürfen sie offiziell erst angreifen, wenn ihr die Mission gewonnen habt. Sie halten 10 Minuten vor Schluss zusammen mit den anderen KIs einen manuellen Angriffsbefehl, aber solange ihr sie nicht provoziert, sollten sie vorher keine Bedrohung darstellen. Insbesondere die Mayas und Trojaner verletzen aber mit ihren Patrouillen eure Grenzen, passt also auf, wo ihr ihre Türme platziert. Für uns gibt es nur zwei Berge und die sind auch noch hart umstritten. Im Norden finden wir Eisen, etwas Gold und vor allem Stein. Die Kohle landet leider im Wikingergebiet. Im Osten finden wir Kohle, Eisen und Gold, wobei wir letzteres mit Pionieren erschließen müssen. Das Gold wird für eine reine L3-Armee genügen, der eigentliche Flaschenhals ist Kohle. Wenn ihr mit Obo spielt, könnt ihr den Auffrischungszauber nutzen, um eure Minen zu verbessern. In Vanilla könnte das aber zu teuer sein. Das gleiche gilt für Fischreichtum. Natürliche Fischbestände finden wir nur an dieser Küste im Südosten unserer Siedlung. Im Grunde genommen gibt es drei Grundregeln, die wir einhalten müssen. Verteidigt den Fluss vor den Wikingern, lasst die Mayas nicht in eure Siedlung expandieren und verliert keinen wichtigen Turm an einen Gegner. Ich musste auf die harte Tour herausfinden, dass die Mayas sehr hartnäckig sein werden, wenn es darum geht, in den südlichen Teil eurer Siedlung zu tauern. Hier hätte ich mir definitiv einiges an Ärger ersparen können. Ebenfalls unnötiger Ärger war die vierte Getreidefarm, denn wie gesagt ist Kohle der Flaschenhals, daher lohnt sich keine übergroße Nahrungsproduktion. Mana sollte zumindest mit Ubo nützlicher sein. Drei Waffenschmiede und fünf Goldschmelzen solltet ihr aber schon bauen. Werdet auch mindestens eine Steinmine benötigen, später eher zwei. Ich musste feststellen, dass es nicht allzu realistisch ist, die Schwertkämpfer der Wikinger oder irgendeines anderen Gegners gezielt mit Dieben und Bogenschützen eliminieren zu wollen. Baut daher lieber einige große Türme beim Fluss für den Fall, dass die Wikinger versuchen, ihn zu erobern. Eine Gelegenheit, die ich wegen der Soldatenversuche nicht in vollem Ausmaß genutzt habe, waren die Minen, die die Wikinger direkt an der Grenze gebaut haben. Da die KI die meisten Minen grundsätzlich mit jeder Nahrung beliefert, könnt ihr hier mit Dieben wertvolle Nahrung und Kohle erbeuten. Ich kann nicht garantieren, dass die KI das auch bei euch tun wird, aber wenn ihr die Gelegenheit seht, nutzt sie. Ansonsten wollt ihr, während eure Armee wächst, Linien aus großen Türmen im Süden bis Südwesten sowie im Nordosten. Zur 80. Minute kommt alles, was noch kämpfen kann. Insbesondere die Trojaner können hier problematisch sein, aber hier könnt ihr gut Zeit schinden. Wenn sie sich aufteilen oder zuerst andere Türme angreifen, umso besser. Zögert aber nicht, Türme, die nicht mehr aktiv zur Verteidigung beitragen, abzureißen und die Soldaten zur Burg zu ziehen. Es gab durchaus noch Platz für Optimierungen in meinem Aufbau, aber seid darauf vorbereitet, dass sich Cordoba selbst auf leicht nur wie ein Pyrrhus-Sieg anfühlt und eure übrige Siedlung in Schutt und Asche liegt. Also, jetzt wo wir die Mission auf leicht geschafft haben, bereit für meinen Cordoba-Hot-Take? Diese Karte ist nicht schwierig, sondern nicht fertig. Ich habe die letzten Jahre einen Blick dafür entwickelt, wann im Produktionszyklus einer Erweiterung eine Karte entstanden ist, und diese Karte hat einige Anzeichen dafür, dass ihr normaler Modus nicht zum Release fertiggestellt werden konnte. Zum einen der riesige Sprung in den Attack-Delays von leicht zu normal. Die 10, 20 und 30 Minuten wirken auf mich mehr wie Platzhalter als sorgfältig ausgewählte Werte. Im Skript finden wir außerdem Funktionen aus Wikinger Mission 3 des gleichen Add-ons. Das ist an sich nicht seltsam, aber für beide Schwierigkeiten wird auch ein separates Angriffstiming festgelegt, zu dem vermutlich manuell Angriffe ausgelöst werden sollten, statt sich nach Ablauf des Attack-Delays auf die Entscheidungen der KI zu verlassen. Diese Zeitwerte werden aber nie wirklich verwendet, ebenso wie die anderen übernommenen Funktionen. Auf der Karte selbst konnte ich kein Rohstoffvorkommen finden, das nicht auf seinen Standardwerten steht. Auch die Level 3 Soldaten der drei KIs sind einfach als Streifen mit einer der Standardpinselgrößen platziert. Hierzu sollte ich wohl auch anmerken, dass Bluebyte im Handbuch zum Editor explizit davon abrät, der KI zum Start viele freistehende Truppen zu geben, der die KI dann unter Umständen sofort angreift.
Von Attack the Days hat man den Spielern ja schließlich nichts erzählt. Das Ergebnis ist eine Karte, die auf all die falschen Weisen schwierig ist. Ich weiß, dass diese Karte bereits auf Normal geschafft wurde. Ich habe aber noch niemanden gesehen, der das ohne Safe Scumming geschafft hat. Wiederholtes Speichern, Laden und die damit verbundenen Korrekturen der Spielstrategie können unter anderem auch dazu führen, dass der Angriff, den man die ersten Male zum Opfer fiel, in den späteren Versuchen gar nicht stattfindet. Spätestens hier hat das für mich nichts mehr mit Strategie zu tun, sondern mehr mit Glücksspiel. Und das Traurige ist, dass Karten wie vor kurzem Bad Surprise beweisen, dass es durchaus möglich ist, auch dann den Schwierigkeits-Sweetspot zu treffen, wenn man den Spieler mit einer besonderen Startsituation konfrontiert. Anders als alles, was glitzert, wird diese Karte auch nicht viel besser, wenn man sie mit Obo spielt, eher wird sie noch schwerer, da die KI deutlich mehr von ihren verbesserten Kampfzaubern und Spezialeinheiten profitieren dürfte, als der Spieler von den Optionen, die die Römer bekommen. Ich kann einfach niemanden außer den größten Masochisten der Siedler-Community empfehlen, das hier auf Normal zu spielen. Es gibt genau zwei mögliche Gründe für den Zustand dieser Karte. Entweder ist die nicht fertig oder sie ist einfach schlecht balanciert. Ich will glauben, dass es Ersteres ist. Aber solange keine zuverlässige Strategie für diese Karte gefunden wird, die ohne übermäßiges Speichern und Laden auskommt, glaube ich nicht, dass man mit dieser Karte seine Zeit verschwenden sollte. Und es wird jemand Schlaueres als mich brauchen, um eine solche Strategie zu finden. Aber wenn es jemand schafft, bin ich gerne bereit, darauf zu verlinken.